Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. So, wir haben ja letzte Runde, glaube ich, Athen den Krieg erklärt. Und in der Hoffnung, dass wir Athen sofort einnehmen können. Aber, ja, können wir nicht. Beziehungsweise, ja, ohne die können wir es eigentlich nicht machen. Weil die haben einfach zu. Ja. Wir könnten es probieren, aber. Wir müssen es eigentlich probieren. Der Grund ist, weil hier kommt eine Fullstack-Armee. Und wenn die da drin ist, dann werde ich es nicht mehr schaffen. Okay, cool. Dann. Das ist natürlich schlecht. Da habe ich geschlafen. Hey. Ah. Kann ich mir nicht leisten. Das ist natürlich super. Dann. Ja, probieren wir es. Oh. Okay, die sind schon in Reichweite. Okay. Nee, die sind schon in Reichweite. Ja, gerade so. Ah, verdammt. Wahrscheinlich haben wir das letztes Mal geschaut und deswegen konnte ich nichts machen. Gut, also diese Runde wird ein bisschen anders laufen, also nicht spielte. Oh, jetzt kommt der Athena da. Athena da. Ah, okay, der baut noch aus für uns, das ist sehr schön. Das ist sehr freundlich. Ehrenviertel, ja, ich weiß. Ah, puh. Ja, ja. Oh Mann. So, jetzt wurden da. Das ist natürlich wunderbar. Das ist natürlich wunderbar. Jetzt sind da drei Ehrenviertel gekommen, weil ich die nicht bezahlen kann. Kapitulation 0. Das ist ja sehr. Sehr freundlich. Naja, dann kapituliere ich da eben. Okay, warte, erstmal hier schauen. In einer seiner Sucht nach Lust und Genuss denkt unser Volk nur an die Freuden des Lebens und vergisst die Götter, den Göttern den nötigen Respekt zu zollen. 100 Bullen opfern. So. So. Ja, mal schauen, ob ich könnte mir vorstellen, dass ich den Athena Pella überlasse. Und ja, das könnte ich mir vorstellen. Warte, ich gehe mal hier hin und plündere auch. Weil wenn der mich angreift, dann wird er verlieren. Und das ist meine Intention. Wie kann ich euch dienen? Genau, die kommt mal hier. Warte. Kommt mal hier hin zu ihm. Genau. Also, wie schon. Wie schon angekündigt, gespoilert, gerade eben, wird es ein bisschen anders ablaufen hier, und zwar, also nicht, wie gesagt, nicht spieltechnisch, sondern ich werde ein bisschen mehr auf die Geschichte jetzt eingehen, und zwar, also Sparta ist ja total zugesetzt von, oh, der macht es jetzt anders. Gut, Sparta ist verloren. So, wie schon am Anfang ein bisschen geteasert, wird diese und die nächste Folge ein bisschen anders ablaufen. Und zwar werde ich nicht mehr auf die Basics eingehen, das kommt danach, sondern ich werde jetzt eher auf das Historische eingehen. Okay, Hauptstadt verloren, das ist klar.
Ehrenhafter Tod, kapituliert, das ist auch klar, Verschleißrang, genau. Gut, dann machen wir hier mal normal und normal. So, ja, da belagern wir mal weiter und holen die nächste mit dazu und genau. So, okay, ja, der hat jetzt halt eine Versteckung bekommen, aber das ist wurscht. Gut. Also, ich werde hier jetzt einfach so weiterklicken. Und dabei werde ich dann Historisches über Sparta erzählen. Also, über Sparta gibt es extrem viele Mythen. Und genau, diese Folge werde ich aufzählen, was man so alles über Sparta zu wissen weiß scheint, ja, und also was man glaubt zu wissen und genau, und nächste Runde werde ich dann aufzählen, was man in den letzten paar Jahren ja, herausgefunden hat, was wirklich mit Sparta los war. Weil Sparta, also ich habe ja ganz am Anfang der vom Let's Play quasi gesagt, da, also nicht von dieser Folge, sondern komplett bei der ersten oder zweiten Folge, habe ich ja erzählt, dass sie eher für die Frauen bekannt waren und nicht für ihre Krieger. Und ja, das war auch so ein, ja, Teaser für nächste Folge. Diese Folge geht es jetzt darum, was man alles den Spartanern zuspricht. Und das ist, ja, sehr viel. Also quasi eine von den ganzen Sachen ist quasi, dass die, ja, die besten Krieger Griechenlands, wenn nicht der Welt, zu dieser Zeit waren. Das ist, genau, ob das stimmt, schauen wir nächstes Mal an. Also klar, sie waren gute Krieger, aber ja, ich greife schon wieder vor. Also, das kommt nächstes Mal. Gut, also, sorry, das ist ein bisschen kompliziert hier, Multitasking-mäßig so zu spielen und zu reden. Gut, also, genau, man sagt ja, dass sie, genau, dass Sparta die... Ich überlege gerade, Entschuldigung, wenn ich ja schon wieder unterbreche, ich überlege gerade, wie ich am besten das aufbaue. Also, bekannt wurde Sparta, oder berühmt wurde Sparta, als, ja... als sie in die Perser quasi sehr lange aufgehalten hat, haben und ja, lange, so lange aufgehalten haben, bis die Griechen flüchten konnten. Genau, dadurch sind sie sehr, sehr bekannt geworden. Und genau, fangen wir mit der Geburt an. Also, Geburt eines Spartaners. Genau, es hieß ja, oder es heißt ja, dass sie für den Krieg geboren wurden und deswegen wurden sie auch sehr, ja, sag ich mal, gemustert schon von Geburt an. Also da gibt's ja, also ja, das wurde schon mehr oder weniger zum Meme, dass die Kinder quasi, wenn sie, ja, unwürdig erachtet wurden, wurden sie eben getötet, also Kindsmord war da sehr verbreitet und genau, dann als Jugendlicher wurden, schon als Kind wurden sie dann in ein Militärlager beziehungsweise mit Militärausbildung geschickt und genau, mit 7 Jahren, genau, und da wurden sie extrem brutal, ja,
geschindet, geformt und also dass sie, also sie wurden quasi zu Auftragskillern beziehungsweise ja, Kampfbestien, sage ich mal, ausgebildet. Oder auch Spartaner. Genau. Sie waren die besten Krieger Griechenlands oder auch der Welt zu der Zeit. Dann gab es, also damit die Jugendlichen bzw. angehenden Spartaner auch skrupellos bzw. ich habe ja neulich gefragt nach Namen für die Armee und da kam der Wunsch nach die Unbesiegbaren oder die Spartaner oder so. Also es gab mehrere Vorschläge und ja, dann nenne ich sie mal die Unbesiegbaren. So, gut, zurück zu Sparta. Zorn der Götter. Gut, noch nicht zurück. Eine wunderschöne junge Hetärin wurde bis von hiesigen Frauen gesteinigt. Sie neigten ihrer Schönheit und ihr Talent waren. Wow. Gut, also, das hatte ich schon öfters. Man kann die Frauen bestrafen, also die töten, dann Opfer bringen und nichts unternehmen. Also, ja, an sich ist das, was ich immer nehme, falsch. Also ich nehme eigentlich immer die Frauen bestrafen, weil das geht mir gar nicht. Nur aus Eifersucht dann die Frau dann töten. Genau. Naja, gut, also. Genau, zurück zu Sparta. Genau, damit die Kinder das Töten lernen, wurden in ein paar Nächten im Jahr oder im Monat, das weiß ich nicht mehr, wurden sie auf Sklavenjagd geschickt. Also Sparta hat ihre Wirtschaft ja auf Spartanern gebaut. Auf Sklaven gebaut, Entschuldigung. Und genau, die Spartaner beziehungsweise die angehenden Spartaner. Ja, okay. Dann zoffen wir uns halt. Da ist Apollonia frei, das ist gut. So, die Frauen wurden für alles sichtbar den Prozess gemacht. Die schienen Aphrodite zu gefallen, wenn auch ihre Familien anders darüber dachte. Ja, ist mir egal. Gut, genau, die angehenden Spartaner sollten eben die Sklaven töten und sie durften nicht entdeckt werden. Also wurden sie quasi als Mörder ausgebildet. Und dann hieß es noch, oder das war auch was man sehr häufig gehört hat oder in Geschichtsbüchern gelesen hat, dass die Spartaner, die Auszubildenden, also die Jugendlichen, Infanterie kostet weniger, das ist gut. Dass die Jugendlichen dazu bewegt wurden, eben mit ihren Schwertbrüdern beziehungsweise mit ihren Kampfbrüdern sexuelle Beziehungen zu haben, also die Beziehungen von Männern untereinander wurde quasi gefördert, damit sie im Kampf besser ihre Partner beziehungsweise wirklich wortwörtlich ihre Partner schützen. Und das war dann auch noch ein etwas, was man sehr früh hört oder sehr schnell hört, dass die Spartaner die Phalanx erfunden haben, beziehungsweise dass sie die dass sie
Genau, dass sie die Phalanx perfektioniert haben. Und das haben sie so gemacht, dass sie mit ihren Schilden, also das waren ja diese großen ovalen Runden, dass sie mit ihren Schilden nicht sich selbst, sondern ihren Partner geschützt haben. Also der, sie haben mit dem Schild den rechts neben den, also ja, den rechten Nachbarn quasi gedeckt. Und der linke Nachbar hat einen selber dann gedeckt. Also so überlappend waren die Schilde dann. Gut, genau, das hat man auch sehr früh und sehr, genau, sehr früh gehört. Und was auch interessant war, oder ist, ist, dass die Spartaner wirklich den, also Soldatenleben lebten. Also das heißt, sie wurden zum Soldatenleben geboren. Sie waren Soldaten von Berufswegen, also die ersten Berufssoldaten der Welt, so ungefähr. Das, genau, und deswegen war es ganz gut, dass, also die Spartaner mussten ja keine Wirtschaft machen, weil das haben die Sklaven gemacht. Und deswegen, ja, konnten sie wirklich nonstop Soldatenleben. Also wurden nicht als ja, Steinmetz oder so ausgebildet, sondern ja, als warte, ich mach mal kurz die Aufstellung, damit ich danach wieder quatschen kann. Genau, ja, wurden als Soldaten eben ausgebildet und nicht noch als Bauer oder so, wie bei den anderen griechischen Stadtstaaten. So. Und was noch interessant war, war, dass in Geschichtsbüchern steht auch sehr häufig, dass die Spartaner, wenn sie eben geheiratet haben, die Frauen hatten an sich nur die Aufgabe, eben Kinder bzw. Junge zu gebären. Und deswegen durften die Spartaner, die männlichen Spartaner, keine Bindung zu denen aufbauen. Das heißt, sie haben die nie gesehen. Genau, sie haben quasi die Frau geheiratet, ohne sie jemals gesehen zu haben. Und dann, genau, in der Hochzeitsnacht war es dann auch so, dass sie die Frau nicht gesehen haben. Also die, es war halt, ja, es war dunkel und sie haben dann den Akt gemacht. Und das war's. Und das ist halt, das wird häufig auch, ja, dem zu was will ich hier sagen? Warte, das ist gerade so kompliziert, gleichzeitig zu kämpfen. Oder zu kämpfen und gleichzeitig zu quasseln. Genau, also. Ja. Die haben ihre Frauen nie gesehen, so dass sie keine Bindung zu denen aufbauen und irgendwie abgelenkt werden. Und die Frauen hatten nur die Aufgabe zum, ja, Kindergebären. So, gut. Das war das. Und jetzt, jetzt muss ich ja gerade überlegen, was es noch für Mythen gab, beziehungsweise für also was den Spartanern noch zugeschrieben wird. Genau, was noch so, also was noch gesagt wird, ist, dass die Spartaner hatten eben ihre
Der ist irgendwo da hinten. Ich weiß nicht wo. So, die müssen hier mal jetzt... Was auch interessant ist, also jetzt abseits von der Historie von Sparta, ist, dass hier beim, also im Roman Total War 2, wenn man, da sind sie, wenn man auf legendär spielt, also wir spielen ja gerade auf sehr schwer, oder, also ich spiele immer auf sehr schwer, wenn man auf legendär spielt, kann man nur so weit sehen, wie die Einheiten sehen. Und das ist normal, das, also da bringt es eher was, wirklich zwei, drei Kavallerieeinheiten von leichten Speeren, selbst in High-Tier-Armeen zu behalten, damit die eben scouten. Und das ist halt nochmal um einiges schwerer. Naja, okay. So, genau, die Spartaner hatten ja eine Macht vom anderen Stern, das also eine Militärmacht vom anderen Stern. Die hatten eher das Problem, dass die Sklaven die ganze Zeit unterdrückt werden mussten. Und ja, das war auch der Nachteil, dass sie dass sie quasi auch wenn Krieg war, nicht in voller Soldatenstärke rausmarschieren konnten, weil sonst die Sklaven auch, sich aufgemuckt hätten und die ganze Wirtschaft von Sparta in die Knie gezwungen hätten. Und deswegen konnten die nie in voller Stärke rausziehen oder ausmarschieren. Und das war auch in die Achillesferse von Sparta zum Beispiel. Und auch, dass sie nie wirklich gute Kavallerie hatten oder leichte Infanterie. Sie hatten immer nur die sehr schwere spartanische Hopliten. Und das war's, so ungefähr. Aber das genauer werden wir uns dann das nächste Mal ansehen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch noch ein paar andere Sachen über Sparta einfällt, was ihr wisst, beziehungsweise was ihr gelesen habt, gehört habt. Ah, genau, über die Thermopylen will ich noch ein bisschen erzählen, weil es heißt ja, dass Sparta der König Leonidas mit den 300 Spartanern hat quasi Griechenland gerettet. Also die haben sich im Pass aufgebaut und wollten da der flutscht jetzt echt nicht durch, oder? Der flutscht jetzt da einfach durch. So ein Saubär. Und dann Chacha da hinten rein. Krass. Gut, also dass Leonidas war, der den Befehl zum Angriff gegeben hat, beziehungsweise zur Verteidigung des Passes gegeben hat. Und mit ihm zusammen waren noch einige andere Griechen oder griechischen Staaten versammelt. Und jetzt raus da, weg da. Und es war eben Sparta, die das alles so gedreht haben, dass Sparta wirklich die das so gemacht haben, dass Sparta an vorderster Front ist und wirklich die ganzen Kampf und erklären, wie gesagt, ist sehr schön. Ich glaube, ich kämpfe jetzt einfach und erzähle das andere nach der Schlacht. Gut.
Ich glaube, so ist es. Ist allen mehr gedient als. Ja. Gut. So, also. Pikeniere, jetzt formiert euch mal. Die mussten auf jeden Fall die Hopliten ablösen. Hopliten, bitte. Warte, ich brauche mal ein bisschen Übersicht. So, da verstärke ich, dann mit denen gehe ich in den Rücken. Denn ein Rücken kann auch umzucken. Genau, Hopliten raus. Ihr feuert dann mal von da aus. So. Weitergehen bitte, weiter. Gut, 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 gut. Ja, da, das ist so zu. Ah. Krass, dass er hier ein ja, Speerkämpfer hinten hat, das erschwert mir natürlich die Sache. Da kann ich nicht einfach reinchargen mit der Kavallerie. Dann muss ich halt auf die Hopliten warten. So. Aber ja, wie schon öfters gesagt, also wenn man in der Stadt gegen Pikiniere kämpft, dann auf keinen Fall alle, also die ganze Armee in so einen Pulk da reinschicken, sondern also er hätte seine Armee aufteilen müssen in mindestens, also ja, da wo er angreift, plus also quasi von hier rein. Warte, ich charge mal kurz in die Speere. So, dass er aufhört zu. Ah, cool. Er schickt mir die. Hä? Wieso? Was macht er denn da? Der schickt mir einfach seine Fernkämpfer rein. Okay, also er hätte auf jeden Fall von allen Seiten angreifen müssen und nicht nur von einer, beziehungsweise zwei. Weil er. Zwei Eingänge kann ich locker mit meinen Pikinieren abdecken. Und bei den anderen hätte ich dann ja mit den Hopliten reinhauen müssen. Naja. Gut, dann greife ich mal hier weiter an. Feuer frei. So. Kann ich eigentlich mit denen dran vorbei? Nee, oder? Ich find's immer lustig, dass die KI ausrechnet, dass ich kaum Chancen habe. Und dann ist es halt so ein haushoher Gewinn. Oder haushohe bla bla bla. Ne? So, ich drück die mal einfach dran vorbei. Da werden wahrscheinlich ein paar sterben, aber ist mir gerade wurscht. Und da sterben keine. Krass. Ja, es sind halt schwere. Ist halt schwere Infanterie. So, da sind alle schon ein bisschen am Wanken. Da muss ich mich bedanken. Was? Keine Ahnung. Sorry. War ich nicht. So. Einmal rein niesen und die fliehen. Na, vielleicht mehr als niesen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere gesamte Munition ist verbraucht, ja. Das ist in Ordnung. Das ist nur von einer Einheit. Ja, so, jetzt wanken sie ja. Super. Bam. Und weg sind sie. Sieg. Ja, komm. Bisschen leveln dürfen sie.
So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, okay, jetzt gibt's zu viel Friendly Fire. So, cool. Ja, das war relativ erfolgreich. Die Pikiniere, also der schlechteste war 138. Verluste 211 und die haben... Okay, ich habe gut 50 oder knapp 50 SZ gekillt von mir. Aber egal. So, Sparta gehört wieder uns. Und mit Sparta werden wir jetzt auch wieder zurück zur Geschichte kommen. Yay! So, also. Zurück zur Geschichte. Genau, wir waren bei den Thermopylen. Genau, also, es war Leonidas, der bis zum Tod kämpfen wollte, beziehungsweise der die anderen dazu gebracht hat, eben mit ihnen zu da zu bleiben, als herauskam, dass sie verraten wurden und eben die Perser über den kleinen Trampelpfad in ihren Rücken fallen würden. Da war es eben Leonidas, der sich stark gemacht hat für eben Frieden. Entschuldigung, da kam gerade das Friedensabkommen von Athen rein. Nicht für Frieden, sondern für... Genau, für Stellung halten. Auch wenn es eben eine Selbstmordaktion war. Aber das war den Spartanern egal. Die waren ja Krieger. So, und genau. Was auch noch interessant ist, es heißt ja immer, dass Persien oder die Perser 1 Million Krieger auf den Platz geschickt haben und die Spartaner eben gegen eine Übermacht da standen und von den anderen Kriegern wird eigentlich nie was gesagt. Aber dazu kommen wir dann nächste Runde, weil da wird nochmal die ganzen Mythen aufgezählt und erklärt. Also und beziehungsweise erzählt, warum es nur die Spartaner erzählen oder dass nur die Spartaner bekannt sind und nicht die ganzen anderen Länder oder Stadtstaaten, die mitgeholfen haben. Genau. Mit Assassin's Creed Odyssey ist auch der Krieg zwischen Sparta und Athen wieder sehr in die ins Gedächtnis gerufen worden. Und Athen wurde ja von Sparta besiegt. Und das hat dann auch nochmal sehr zur Unbesiegbarkeit der Spartaner die Unbesiegbarkeit von Sparta nochmal sehr unterstrichen. Und genau. Aber wie es warum Sparta gewonnen hat, werden wir das nächste Mal auch nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Und was auch spannend ist, dass Sparta, ich glaube, 300 Jahre lang oder 150 Jahre, ich weiß nicht mehr, das schaue ich nochmal bis nächstes Mal nach, keine große Schlacht verloren hat. Und das, also für 150 oder 300 Jahre, egal wie lange, also das ist schon eine mächtige Zahl, also beziehungsweise für so lange wurden die nicht mehr in großen Schlachten besiegt. Das ist schon heftig. Aber das schauen wir uns dann wirklich das nächste Mal an. Bis dahin, bye bye.